Jens, Digga, du bist gerade in der Paris Saint-Germain-Karrieremodus-Aufnahme. Hast du irgendwas zu sagen? Es wird reingeschnitten. Alles klar, reicht. Dankeschön. Servus YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Paris Saint-Germain Karrieremodus. Ja Leute, ich merke irgendwie schon, meine Routine ist absolut flöten gegangen. Also damals war es irgendwie in den Ferien so, bam, Folge da, Folge hier, Folge da. Einfach alles hintereinander, Freestyle, One Take, yeah und so. Und jetzt bin ich so, ich brauche für den Anfang allein schon irgendwie 10 Versuche. Weil ich es irgendwie momentan nicht richtig hinbekomme, in den Flow reinzukommen, dass ich auch mal mehr am Stück aufnehmen kann. Eigentlich habe ich heute einen etwas freieren Tag, könnte eigentlich voll viel aufnehmen, mache ich aber irgendwie nicht. Irgendwie momentan in der Schulzeit ziemlich demotivated, was YouTube und so betrifft, aber ich denke mal, wenn die Lust da ist, dann muss ich dir das Ganze auf jeden Fall auch mal ausnutzen. Wir sind tatsächlich bei der vorletzten Folge angekommen. Es ist schon irgendwie ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Es ist immerhin der beliebteste Karrieremodus insgesamt in ganz FIFA, FIFA 15, FIFA 16 hier auf meinem Kanal. Es ist echt traurig. Ich meine, zwei Parts jetzt nur noch, eben die drei Spiele hier mit den zwei letzten Ligaspielen und Cup-Nationalfinale gibt es in der heutigen Folge und in der letzten Folge dann das heilige Champions-League-Finale gegen tatsächlich die Tottenham Hotspurs, die sich gegen Arsenal durchgesetzt haben, wie ja in der letzten Folge, gegen Real Madrid und ja, dann war es das mit der Karriere. Ist irgendwie ein bisschen traurig, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber der Traum lebt weiterhin. Wir wollen das Triple gewinnen und das ist in dieser Saison einfach möglich. Wir haben jetzt eben nur noch diese zwei Finals vor uns. Die Liga ist auch schon safe seit ich weiß nicht wie vielen Wochen gewonnen. Und dementsprechend können wir uns einfach darauf konzentrieren, diese letzten zwei Spieltage irgendwie mit der B-Mannschaft durchzusimulieren. Und können uns dann wirklich voll auf diese zwei letzten Finals konzentrieren und gehen jetzt auch hier mal in die vorletzte Liga-Simulation rein. Spielen 1-1, Edouard, ein Talent, was ich irgendwie gar nicht wusste, dass er so viel Potenzial hat im Tor. Freut mich auf jeden Fall für ihn. Und dann haben wir den letzten Spieltag gegen Nancy, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ganze ausspricht. Und ich würde mal sagen, da gehen wir nochmal mit Bestbesetzung rein. Wollen die vielleicht nochmal abschießen? Zum krönenden Abschluss der Saison. Messi und Ronaldo einfach mal beide auf fucking 95. Absolut krass, muss ich sagen. Muss ich echt mal zugeben, dass das Ganze echt nicht mehr von dieser Welt ist. Übrigens, tut mir leid, ich weiß doch gar nicht, wie die letzte Folge angekommen ist, wie das Ganze aussieht, wie ihr auf diesen Bug reagiert habt, ob ich das Ganze jetzt nochmal unbedingt neu starten sollte, weil ich meine, es waren die letzten 10 Minuten, ob Real Madrid da jetzt noch rangekommen wäre, ist so ein bisschen fraglich, könnte vielleicht Leute geben, die jetzt meinen, ja, starte das Ganze neu, aber ich meine, wir haben geführt, das auch zu Recht und ich denke mal, wie gesagt, es wäre nichts passiert. Oder wenn was passiert wäre, wäre es auch nicht gerade so tragisch gewesen. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal auf euer Feedback warten. Courtois ist wieder fit, das heißt, der kommt auf jeden Fall auch für das letzte Spiel jetzt hier nochmal in der Liga ins Tor. Und das Ganze simulieren wir. Hoffen natürlich auf ein kleines Schützenfest nochmal zum Ende hin. Würde mich auf jeden Fall nochmal freuen hier. Um dann natürlich hier mit einem Knaller aus dem Amt des Trainers hier bei Paris Saint-Germain auszutreten. Ihr könnt mal gerne eure Meinung zu der Karriere unten in die Kommentare schreiben. War es eure Lieblingskarriere? Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß, bin auch mit viel Motivation in das Ganze reingegangen. Hab um ehrlich zu sein noch nicht gerade viel vorher erzählt, was als nächstes kommen wird, sondern hab einfach drauf losgestartet, hatte Bock. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt und dementsprechend kam das Ganze deutlich besser an als ja, alle Karrieren vorher bisher. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich bei denen jetzt irgendwie nicht mit Spaß reingegangen bin. Bei denen bin ich auf jeden Fall auch mit sehr viel Spaß reingegangen. Wir sind wieder mal Ligameister geworden, haben damit schon das Double sicher. Und jetzt ist die Frage, können wir uns im Cup-Nationalfinale gegen Monaco ebenfalls durchsetzen, während wir jetzt hier nochmal unsere Jungs mal ein bisschen trainieren. Rabiot geht nochmal auf eine 81 hoch. Gar nicht schlecht. Gabriel auf eine 80 hoch. Auch nicht wirklich schlecht, muss ich sagen. Digne und Beibeck sind so geblieben, wie sie sind. Mal gucken auf jeden Fall. Ich muss echt sagen, bei den anderen Karrieren hatte ich auch sehr viel Spaß, aber bei Paris war es irgendwie so dieser Faktor, ich hatte einfach Bock auf so einen richtig großen Verein und dann sind wir einfach reingestartet. Und scheinbar hattet ihr auch richtig Bock, es kam richtig gut an, hat mich auf jeden Fall gefreut, wahrscheinlich auch, weil nicht gerade jeder YouTuber hier von den FIFA-Karrieremodus-YouTubern so eine Karriere bringt. Ihr könnt auch gerne sagen, ob ihr schon länger auf dem Kanal aktiv wart oder eben durch die Karriere vielleicht auf meinen Kanal gekommen seid. Weil ich muss sagen, ab der Paris-Karriere ist das Ganze so ein bisschen explodiert hier auf meinem Kanal. Ich glaube, die erste Folge hat mittlerweile 45.000 Klicks. Krychowiak ist zwar wieder halbwegs fit, aber David Luiz hat mir einfach so als Sechser gefallen. Der wird dann einfach weiterhin dort spielen.
Und ansonsten keine Änderungen für das Spiel gegen den AS Monaco, müsste es, glaube ich, gewesen sein. Im Coupe Nationalfinale tatsächlich, wie auch schon im Coupe de Ligue gegen AS Monaco. Im Coupe National geht es auf jeden Fall ran mit Bestbesetzung. Einfach nochmal unser Bestes geben, uns von der besten Seite zeigen. Den Titel einsacken, den wir bisher noch gar nicht gewonnen haben. Denn in der ersten Saison, für die Leute, die es noch vielleicht irgendwie in Erinnerung haben, wir haben gegen Saint-Étienne tatsächlich verloren. Gegen, so wie ich mitbekommen habe, den Rekordmeister hier in Frankreich. Mich würde es auf jeden Fall nochmal freuen, wenn ihr der Folge einen richtigen Daumen nach oben geben könntet. Als Support jetzt hier für die vorletzte Folge des beliebtesten Karrieremodus hier auf meinem Kanal. Zeigt auf jeden Fall nochmal, warum das Ganze der Fall ist. Warum dieser Karrieremodus bei euch der beliebteste ist. Zeigt das Ganze auf jeden Fall nochmal mit einem Daumen nach oben. Thiago Silva darf die Mannschaft als Kapitän anführen. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel und sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich. Mal gucken, ob das Schicksal heute auf unserer Seite sein wird. Im Parc des Princes in unserem Heimstadion hier in Paris geht es nochmal ran im Coupe Nationalfinale Monaco gegen Paris Saint-Germain. Hier sehen wir die Trophäe, um die es heute gehen wird. Mal gucken, ob wir tatsächlich das Ganze wieder heute verlieren sollten oder ob wir uns dieses Mal tatsächlich als Sieger des Coupe Nationals feiern dürfen. Monaco hat sich, glaube ich, im Halbfinale gegen Olympique Marseille was, glaube ich, durchgesetzt. Also gegen einen sehr harten Gegner. Wir hingegen hatten es etwas leichter mit Stade Rennes, glaube ich. Dem Verein von Ousmane Dembélé, Entebbe und so weiter. Lionel Messi momentan in Topform im letzten Spiel der Liga. 2 Tore nochmal erzielt. Hat sich da auf jeden Fall von seiner besten Seite gezeigt. Und mal gucken, ob er das Ganze heute wiederholen kann. Was ich auf jeden Fall sehr, erwarte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, während wir hier die Formation von Monaco im Hintergrund sehen. Mit Salvio als Rechtsmittelfeldspieler und Laporte in der Innenverteidigung. Da haben die Monegassen auf jeden Fall nochmal ordentlich zugelegt. Ist, ob Messi tatsächlich in FIFA 17 diese blonden Haare und sein Bart haben wird. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das Ganze findet. Also, ich finde, das Ganze sieht auf jeden Fall ein bisschen beknackt aus. Vorher sah er halt ganz normal aus und jetzt halt so richtig helle Haare und dieser orangene, braune Bart passt irgendwie nicht wirklich zu ihm. Gregor Krychowiak nach Verletzung wieder zurückgekehrt. Mal gucken, ob er heute sein Comeback feiern kann. Wir gehen auf jeden Fall rein ins Spiel. Sehen uns in der ersten Szene wieder. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wünsche mir Glück und let's go. Dass das ein Foul wird. Cavalero setzt sich hier richtig stark gegen Serge Aurier durch. Jetzt hier eben im Körper gegen Varane. Was ist denn hier los? Und der Kapitän Tolalor. Komplett am Tor vorbei. Aber das war echt ein starker Lauf von Cavalero. Muss man auf jeden Fall sagen. Serge Aurier und Varane da auf jeden Fall ins Leere laufen lassen. Aber letztendlich der Abschluss einfach sehr schwach gewesen. Ja, hat das Dribbling irgendwie so ein bisschen nutzlos machen lassen, wenn der Abschluss dann natürlich nicht gut ist. Ja, Monaco bisher nur einmal vorne gewesen. Ansonsten versuchen wir hier halt eben den Ball irgendwie durch Pressing zu erobern. Wie hier wieder, Coutinho. Coutinho macht es stark, Lewandowski und dann ist es wieder Laporte. Also Pressing bringt sie auf jeden Fall gegen die Monegassen. Die lassen sich auf jeden Fall leicht hier von uns unter Druck setzen und führt dann auch öfters mal hier zu Ballverlusten. Gut gemacht von Thiago Silva im Zusammenspiel mit Varane. Der Pass ist dann aber richtig grottig nach vorne. Findet leider keinen Abnehmer. Aber wenn wir das Ganze so weiterspielen, dann wird Monaco irgendwann aufmachen müssen. Beziehungsweise dann werden wir sie irgendwann mal richtig kalt erwischen und dann vielleicht auch treffen zum 1:0. Aber da, ja, solange es noch 0-0 steht, sollten wir hier keine großen Töne spucken, denn Monaco kann auch nach vorne kommen mit Eduardo Salvio. Aufpassen, Flanke kommt, Falcao kommt nicht dran. So, die erste Halbzeit ist vorbei, bisher ziemlich ungefährlich von Monaco. Die ersten 45 Minuten nur eben diese eine Aktion von Cavalheiro, die eben sehr gefährlich war. Der Schuss von Tolalor, der aber trotzdem meilenweit am Tor vorbeigegangen ist. Ansonsten machen wir das Ganze richtig gut mit Pressing. Die Präzision fehlt so ein bisschen, aber bisher waren wir, muss ich doch sagen, ein bisschen torgefährlich, ja. Beziehungsweise haben halt öfters den Zug nach vorne gesucht als eben die Monegassen. Aber naja, wir haben noch die zweiten 45 Minuten, wo auf jeden Fall auch noch einiges passieren kann. Let's go. Ecke Monaco, Courtois kommt raus. Nein, er kommt nicht raus. Und da ist das 1:0. Das kann mir doch niemand erzählen, dass selbst die besten Torhüter in FIFA solche Fehler machen. Was macht denn bitte ein Thibaut Courtois da bitte in der Situation? Er kommt raus. Ich denke, er fängt ihn. Er fängt ihn. Mein Deutsch ist auch gerade nicht irgendwie on point. Genauso wenig wie Courtois' Torwartleistung. Ich dachte, er fängt ihn. Was passiert? Im 5-Meter-Raum. Kann er den Ball nicht irgendwie? Ja, was macht er da bitte? Wo fäustet er denn hin? Ich meine, da ist ja weit und breit kein Ball zu sehen, wo er hinfäustet. Ja, und dadurch geht Monaco in Führung. Und wer ist jetzt irgendwie gefordert? Richtig, wir.
Ich sehe es jetzt schon wieder kommen. Es hat irgendwie so leichte Parallelen mit dem letzten Coupe-Nationalfinale. Irgendwie wir die ganze Zeit am Pushen, ein Lucky Punch vom Gegner und dann kommt das 2-0 und dann machen wir irgendwann wahrscheinlich noch ein 2-1 und dann reicht's halt nicht. Könnte ich mir zumindest wieder vorstellen. Aber diesmal haben wir eine andere Mannschaft. Die ist komplett neu aufgestellt, die ist besser aufgestellt als die Mannschaft eben vom letzten Finale. Aber wenn dann solche Dinger hier kommen, da brauchen wir uns gar nicht wundern, dass wir es eben nicht schaffen, Tore zu schießen, ne? Wenn wir es nicht mal schaffen, irgendwelche Pässe nach vorne zu spielen, die ankommen. Ja, es kann ja noch werden. Lewandowski schickt Messi. Kann er sich den Ball hier irgendwie erobern? Nein, er wird vom Gegenspieler irgendwie festgehalten am Boden und... Jetzt mal Coutinho. Coutinho, Subasic. Philipp Coutinho bleibt weiterhin unser, ich würde mal sagen, offensiv gefährlichster Spieler. Mit ein paar Distanzschüssen. Aber mehr kam da bis halt leider auch nicht. Ecke Ronaldo, Coutinho. Er ist ja momentan echt der gefährlichste. In einer Mannschaft mit Ronaldo und Messi. Irgendwie ein bisschen traurig, muss ich sagen. Drückt uns hier einfach irgend so einen scheiß Kopfball rein und ist dazu scheinbar auch noch das größte Defensivbiest. Aber jetzt Lewandowski. Und was macht er da bitte? Ich drück auf Trickschuss. Alles klar, juckt mich scheinbar gar nicht, dass es hier irgendwie vorm Tor war. Nein, ich drück auf Trickschuss. Richtig gut von mir, obwohl eigentlich Trickschuss L2 ist, aber okay. Ich habe zwar auf R2 gedrückt, aber keine Ahnung, irgendwie stellt sich das bei meinem Controller irgendwie öfters mal um. Und hi. Messi, was ein Run. Messi bleibt am Ball. Messi, geh doch einfach rein. Ja, geht rein. Oh mein Gott, was ist das für ein Spielbug? Was machen die Keeper in diesem Scheißspiel gerade? Alter, was ist das bitte? Messi. Und dann weiß ich nicht gerade, ich weiß nicht, was passiert. Guckt euch das einfach an. Subasic, guckt nur den Ball an. Juckt den scheinbar gar nicht, dass er irgendwie reingeht. Messi mit aller Kraft der Scheißwelt befördert er diese Pille ins Tor. Und es steht wieder 1-1. Schaut euch jetzt einfach mal die Formation an, die wir gerade spielen. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich auf alles gesetzt habe, um hier einen Ausgleich zu erzielen? Ja gut, das habe ich, aber... Na gut, wir machen weiter. So, letzte Minute läuft. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es jetzt nochmal oben drauf. Ben Arfa gewinnt den Ball. Ben Arfa befördert ihn auf Coutinho. Der oben auf Cristiano Ronaldo. Und jetzt könnte es entschieden werden. Letzte Aktion der regulären Spielzeit. Cristiano Ronaldo, Mann! Da ist es! 2-1! Tut mir auf jeden Fall leid, dass meine Stimme irgendwie momentan so ein bisschen am Arsch ist. Ich bin leicht heiser. Spielt aber gar keine Rolle. 2-1. Messi und Ronaldo drehen das Scheißspiel, Mann. So gehört sich das. Das ist so eine Zerstörermannschaft, die irgendwie jetzt die letzten 10 Minuten scheinbar so ein bisschen wieder den Willen gefunden hat. Nach dem 1-0 war es irgendwie so ein bisschen down. Jetzt einfach den Willen gefunden hat zu gewinnen. Und dann geht das auch einfach ganz schnell. 5 Minuten, 2 Tore. Und nicht mal 5 Minuten wahrscheinlich. Doch, 5 Minuten gebraucht. Messi in der 84. Ronaldo in der 90. Und es ist vorbei. Wir können uns feiern als Coupe-Nationalgewinner. Messi mit so einer Durchschlagskraft, mit so einem Willen, den Ball irgendwie ins Tor befördert. Und dann ist es Cristiano Ronaldo mit dem Lucky Punch, mit dem Last-Minute-Punch, der es dann letztendlich besiegelt hat. Wir können den Coupe-Nationalfluch brechen. Letztes Jahr ein bisschen unverdient gegen AS Saint-Étienne verloren und in diesem Jahr wäre es fast genauso geendet. Gegen den AS Monaco aber... Wir konnten irgendwie am Ende standhalten. Das ist einfach die beste Mannschaft der Welt. Das ist einfach so eine geile Mannschaft mit so viel Willen, so viel Durchschlagskraft. Und letztendlich kann sie sich verdient feiern als Coupe-Nationalgewinner. Ich glaube, ich habe nicht ein Spiel in diesem Pokal gemacht, aber wir sind Gewinner.
Gut, Leute, das war es auf jeden Fall mit dieser vorletzten Folge des Paris Saint-Germain Karrieremodus. Ihr habt auf jeden Fall nochmal Jens gehört. Und mir ist übrigens aufgefallen, ich habe es jetzt öfters in den Kommentaren gelesen, ich habe ja momentan wieder Schule und so viele Leute haben noch 5 Wochen Ferien. Alles klar, denke ich mir da einfach nur. Ich meine, in welchem Bundesland hat man jetzt erst Ferien und dann noch... Ey, meine Güte, ey. Ich sitze hier, Schule jeden Tag, dies, das und Menschen hier irgendwo in Deutschland, wahrscheinlich in Bayern oder so, 5 Wochen Ferien noch am Start. Auf jeden Fall Glückwunsch an die Glücklichen, die aber natürlich auch in der Zeit, wo ich Ferien hatte, Schule hatten, ist natürlich ganz klar. Aber naja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß in den Ferien und würde sagen, das war's für die heutige Folge des Paris Saint-Germain Karrieremodus. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, smash nochmal ordentlich den Like-Button und ich würde sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag und bin raus. Bis dann, haut rein und ciao.